Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Minecraft Staffel 6 Folge 350 mit dieser fröhlichen Musik und dem Endresultat des hier entstandenen Ladens, meine lieben Freunde. Ich habe hier noch ein bisschen rumgewerkelt und habe noch ein bisschen dekoriert mit ein paar Teppichen, wie ihr seht. Und habe hier noch Bilder aufgehangen, ein schönes, schon sonniges Bild. Ja, ein Bild von der Burg Hexenmacht. Aus alten Zeiten, das waren noch Zeiten. Dann hier noch ein Treibenland-Banner. Mit ein bisschen Zeugs. Und hab die Kasse, die ja hier ist. Hier habe ich meinen ganzen Stuff drin. Hab ich noch einen Teppich drüber gelegt, dass es besser ausschaut. Und hier ist die Kasse, würde ich sagen. Und da wirft man einfach das Geld hier rein. Und dann hat man das ja drin. Schön, oder? So, also ich werde es auf jeden Fall wieder zurückreißen. Und mein ganzen Zeug mitnehmen. Alles wird mitgenommen. Müssen wir erstmal drüben wieder aussortieren alles. So, jetzt sind wir voll. Machen wir uns mal auf die Heimreise. Und hier habe ich auch noch ein schönes Bild. Hier oben habe ich noch ein paar Türen, Falltüren. Na, zack. Hier wollte ich noch eine Sitzgelegenheit hinmachen, war mir aber dann doch nicht so sicher. Genau, Spezialitäten aus Nordwehen. Weber-Erzeugnisse aus Freilandhaltung. So, hat sich viel getan hier in Himmelstern. Ich möchte aber nicht so viel zeigen, das könnt ihr dann in den Folgen von Lieben Sonnenschein angucken. Wie zum Beispiel dieses Haus entstanden ist. Ich möchte, wie gesagt, nicht so viel zeigen. Der Link zu ihm ist unten in der Videobeschreibung und ich sehe, er ist ein Schiff. Oi, oia, oia. Eisler. Der hier? Könnt auch hier hin. Geht auch hin. Und der? Eisler. Alles klärchen. Ja, meine lieben Freunde, der Spawn ist anders. Ui, denkt ihr euch jetzt. Brücke zum Hafen ist das hier. Den gucken wir uns aber jetzt oder später an. Ja, es ist noch nicht fertig. Kann ich mal ein bisschen was zeigen von außen. Ja, jetzt sind wir ins Wasser gefallen, aber ich glaube, wir schlafen erstmal. Oder es ist schon wieder Tag. Es ist allerhand los. Es ist Full House hier. Schaut euch das an. Alle sind da. Und sogar der Fasgard besucht hier jemanden. Irgendjemanden. Da ist er ganz unten. Liebe Torkirim. Es sind sozusagen vier verschiedene Wände. Ich hätte mich ja einfach in ein Boot setzen können, ne? Aber das habe ich nicht getan. Und deswegen muss ich jetzt hier so laufen. Deswegen schwimme ich mal ja wieder an Land. Und kann ja mal ein bisschen von außen hier durchgucken. Und jetzt gehe ich wieder weg. Den Rest seht ihr nämlich dann später. Später. Hat sich wirklich sehr viel getan. Hier ist auch ein kleiner Platz entstanden. Dieses sozusagen Eingangsschild möchte ich weiter nach hinten versetzen. Und zwar genau hierhin. Habe ich schon angefangen. So, Nordwind hat sich auch einiges getan. Es ist nämlich Winter geworden. Und ich habe von dem Boten gesagt bekommen, dass die Stadtmauer fertig gebaut ist.
Das heißt, fertig gebaut, sie wurde angefangen und das gucken wir uns jetzt mal an. Dann haben die Bauarbeiten der Stadt mal wirklich schon begonnen hier. Untere Mauerstraße, Altstadtmauer. Schön. Schön. Gefällt mir wirklich sehr. Hier unten geht es zum Bahnhof. Hier oben ist ein Schnee. Er hat da oben nichts verloren. Ja, manchmal schneit es ja komisch. Aber jetzt ist wie gesagt alles weiß. Auf der hier Platte zeigen, hier auf der Karte. Es ist wirklich vieles weiß hier. Und das gefällt mir auch sehr, dass das so ist. So, jetzt tun wir erstmal hier einsortieren. Eichenholz haben wir wirklich sehr wenig. Jetzt haben wir wieder ein wenig mehr. Haben wir Truhen drin? Ne, ne? Truhen haben wir woanders. Türen, Schilder. Waren die hier? Ja. Da waren die Truhen. Hier können wir erstmal die zwei Bücher reinpacken. So, was packen wir jetzt in die Grußtruhe? Da haben wir noch ein bisschen Geld rumliegen, habe ich gerade gesehen. Wir haben es marktet. Die kommen hier rein. Da. Eieiei. Ich habe schon viele mitgenommen, aber die Reihe wird bald voll. Da müssen wir bald anfangen, Blöcke zu machen. Alles klar, haben wir noch irgendwas von hier? Tropenholz. Kommt hier rein. Haben wir noch irgendwas? Werkbänke. Schilder waren hier hinten. Zack. Eine Tür. Hatten wir eine Tür? Nee, eine Falltür hatten wir. Waren der Haken hier oben drin oder wo waren die? Schienen, Redstone. Tu die Haken mal mit hier rein. 11 Papier. Dort wo Papier. Bücher waren ja auch mit drin. Super. Federn. Waren glaube ich hier oben. Oh ne, hier hinten. Genau hier. Zack. Da rein mit euch. Setzlinge waren hier. Ja, rein mit dir hier. Birke. Eiche. Fichtensetzlinge haben wir wenig. Und hier können wir mal auffüllen. Holla, die Waldfee. Haben wir ordentlich gesammelt. Schwarze Eiche. Erde. Bücherregale. Guck mal, die Bücherregale können wir hier mit reinpacken. Die passen da meines Erachtens sehr gut rein. Bisschen. Nee, das war kein Cobblestein. Hier packen wir mal die Erde rein. Das ist keine Erde, das ist Fichtenholz. Alles klar. Das kommt dann da rein. Dein Holzblock kommt da rein. Hier kommt noch das rein. Hier das rein. Sandstein, was ist das? Einfacher Ton. Haben wir den hier irgendwo? Machen wir den einfach mal dorthin. Hoppla. Zack. Und hier unten kommt Sandstein rein. Super. Das Bett behalten wir uns auf Tasche. Der Ofen ist hier. Der Ofen. Naja. Passt eigentlich nicht noch rein. Schütte mal in die Grußtruhe. Und hier das auch. Ich brauche nur eine Ohr. Eierohr. Eine Eierohr brauche ich. Wir sind in der 1.11. Und in der 1.11.2 kann man so viel hüpfen, wie man will. Man verliert so gut wie kein Essen, habe ich mir so gedacht.
Nee, nee. So nicht. Wir sind noch einige kleine Fehler. Die ich hier ausbessern muss. Da oben auf dem Dach auch, habe ich gerade gesehen. Der Dorfbewohner, der macht ja Faxen. Ja, können wir so lassen. Das können wir so lassen. Für einen, der ja nicht weiß, wo er ist. Können wir den Schnee so ein bisschen wegmachen. So. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Na. So. So. Und ein bisschen so. Das klappt doch. Können wir hier Schneeballschlacht machen? Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Guck mal hier das Schaf auf dem Pebbes. Ja, da rennt es schnell wieder zurück, ne? Ganz schnell. Hehe. Im Winter muss man doch ein bisschen Spaß haben. So, was ist denn auch neu entstanden hier? Dieses Bildchen, ne? Warte mal, gehe ich mal auf den Pier, da kann man das besser betrachten. Ich gehe aber mal hier hin. Gucken wir doch mal. Das ist nämlich die Wendslandkogge. So ein kleines Segelschiff. Da habe ich mal meine Kreativität walten lassen. Und wirklich meinen Kopf angestrengt und bin fast am Segel ausgeflippt. Das war so schwierig. Hab's hinbekommen. Oh, guck mal, ein Schwein. Ja, ein Glück. Sonst wärst du ja jetzt gebrutzelt gewesen. Brutzel, brutzel. Guck mal, wie viele Hühner hier sind. Ganz viele Hühner. Guck mal, der Fenstersims, der gefällt mir sehr. Wunderhübsch. Himmelstern ist an sich ein sehr schöner Ort hier. Steht eine Tür offen. Die machen wir mal zu. Mit sehr netten Dorfbewohnern. Da holen wir mal den Rest hier raus. Die Schere können wir hier. Zack, da ist schon eine Schere. Ich packe da mal noch eine hinzu. Und beende die Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.